Ja, Isabel, da ist schon noch so ein Schmunzeln im Gesicht. Du hast gerade so schön gesagt, nach der Siegerehrung, einen kleinen Moment brauche ich. Den kleinen Moment haben wir dir wirklich sehr, sehr, sehr gegönnt. Wir sind aber jetzt natürlich auch rattenfroh, dass du bei uns bist. Bella Rose, über 80% Aachen. Ist das alles überhaupt schon wirklich bei dir angekommen? Ja, es eigentlich ja, aber natürlich immer wieder holt es einen das ein und sagt, Gott sei Dank, auch beim nächsten Aufwachen ist es Realität. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, eine ganz besondere Situation und das hat das Publikum auch gespürt heute und ich bin wirklich nur glücklich. Das können wir uns vorstellen. Ich meine, nach so langer Zeit, so lange gewartet, was war denn am schwierigsten in dieser langen Zeit? Die Nerven, dieses Nicht-Wissen, wird's nochmal oder wusstest du das immer? Wie war diese Zeit, vor allem jetzt in der Retrospektive? Naja, Wissen, das ist natürlich zu viel gesagt. Man hofft und medizinisch war immer die Aussage auch unseres Tierarztes, es gibt nichts, was eine Rückkehr ausschließt. Und wir haben eine lange Zeit ihr auch gegeben und haben eine lange Zeit gebraucht, um alles letztlich auch herauszufinden. Und jetzt, wenn ein Pferd eben auch länger raus ist, brauchst du natürlich auch einfach die Zeit, den Aufbau wieder zu machen. Aber vor allen Dingen war das Allerschwierigste war dann, das Temperament dieser Stute auch wirklich zu zügeln. Das wäre zu sagen, jetzt fangen wir mit 10%, dann 20, dann 30 an, ist ein leichtes beim Menschen. Beim Pferd ist das ungleich schwieriger und deshalb war das auch so besonders und das war eigentlich die größte Herausforderung. Du hast so wunderbar formuliert vor Aachen, sie war bisher in Fritzens und jetzt komme ich nach Aachen. Fritzens, wir kennen das Turnier, es ist klein, es ist exklusiv, es ist wunderschön, aber es ist halt sehr familiär und dann hier in dieses Ding da rein. Rutschte das Herz dann doch kurz in deine Hose? Natürlich ist das ein Riesenunterschied gewesen, aber ich kann nur sagen, und Familie Heim-Sworowski hat auch wirklich jetzt alle Daumen gedrückt und haben mir unglaublich geholfen, dass ich da in Ruhe anreisen konnte und dass die Stute sich da schon mal akklimatisiert hat. Natürlich ist das, als wir sonntags hier angereist sind, war das hier schon ein anderer Eindruck und die Kulisse. Trotzdem war es ein super Einstieg, über Fritzens hierher zu kommen, das Pferd in den Rhythmus zu bringen. Sie hat das super überstanden und eben auch sich dabei weiter stabilisiert. Das war das Ziel. Dass sie nicht kuckig ist, war mir klar, dass ihr Temperament, egal wo sie sich auf der Welt befindet, die größte Herausforderung ist, ihre Gehfreude so zu kanalisieren, dass sie wartet und bei mir bleibt. Das war die große Herausforderung und das ist uns schon sehr gut gelungen hier. Wie war denn der Tag heute für Bella Rose? Ist sie schon dreimal draußen gewesen oder wie machst du das, um dieses Temperament zu kanalisieren? Ja, wir bemühen uns vor allen Dingen, kurze Reprisen und nicht ewig lange die Stute zu reiten, sondern es war natürlich heute Abend spät und vorgestern war die letzte Prüfung und gestern haben wir einmal trainiert und heute Morgen bin ich einmal mit ihr eine Runde Schritt hier im Stadion gewesen und habe sie ein bisschen grasen lassen, weil sonst gibt es ja nicht so viel Gras mehr im Moment auf der Welt und der Rollrasen hat ihr nicht so super geschmeckt, aber immerhin fand sie besser als nichts und dann habe ich sie heute Mittag etwas geritten und in einem vernünftigen Abstand zur Prüfung und dann auch nicht zu lange vor der Prüfung, sodass wir das Maß zwischen angemessener Anforderung und Belastung und auch einem guten Abreiten, glaube ich, ganz gut gefunden haben, eine gute Balance gefunden haben. Bella Rose, auch wieder im Olympiakader. Das heißt, du hast jetzt 4 Pferde im Olympiakader. Hattest du das schon mal? Nein, das hatte ich noch nicht. Ist das was, was dich mächtig, mächtig stolz macht? Das macht mich mächtig, mächtig stolz. Das ist aber auch Verantwortung und Herausforderung zugleich. Und ich mache mir wirklich Vorwürfe, dass ich Emilio im Grand Prix auf jeden Fall so schlecht präsentiert habe. Das ist wirklich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich nicht konzentriert in ihn hineingehorcht habe. Und ich hoffe, dass wir morgen die Scharte wieder auswetzen können. Das sind dann auch Dinge, die passieren, weil man dann, weil ich ehrlicherweise hier natürlich sehr auf Bella fokussiert war und Emilio diesbezüglich dann leider ein bisschen zurück, äh, äh, ja, äh,
ins Hintertreffen geraten war. Also ist jetzt etwas übertrieben gesagt, aber ich habe eben einmal nicht aufgepasst. Jetzt muss ich natürlich tryen. 4 Pferde im A-Kader. Das wird eine schwere Entscheidung oder ist die innerlich schon gefallen? Verraten wird sie sowieso nicht, das weiß ich. Nein, wir sind jetzt erstmal glücklich mit heute. Jetzt fahren wir noch nicht nach Hause, sondern reiten erstmal morgen Emilio und versuchen das wieder nach vorne zu bringen. Und dann geht es weiter und dann machen wir mal ein paar Tage ein bisschen Pause und dann werden wir mit dem Dressurausschuss den weiteren Fahrplan besprechen. Und Monika und ich haben natürlich schon ein bisschen was besprochen, auch mit dem Dressurausschuss, aber wir werden das in Ruhe dann jetzt erst einmal sacken lassen. Jetzt stellen wir uns vor, Bella wäre ein Mensch. Wie würdet ihr zwei heute Abend feiern? Gediegen essen gehen oder mal ordentlich ein Bier an der Bar? Also da würde ich wahrscheinlich jetzt für das Gediegene sein und sie würde wahrscheinlich in der Bar tanzen und ein bisschen bei Germany's Next Topmodels mitspielen. Dann wünschen wir euch trotzdem einen schönen Abend. Beide, jeder auf seiner Bühne. Isabel, vielen, vielen Dank. Wir drücken die Daumen für Emilio natürlich noch weiter. Dankeschön. Danke. Danke.